Herzlich willkommen zu meinem 12. Video aus der Reihe Scratch Cara. Hier geht es jetzt um Kontrollstrukturen, ein wesentlicher Teil unter anderem auch hier von der imperativen Programmierung. Und hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind bei Cara immer im Steuerungsbereich enthalten. Also wenn ich hier in das Programm hineingehe, hier bei Steuerung, sehe ich hier mehrere Möglichkeiten, sogenannte Kontrollstrukturen. Ich kann das hier einfach herüberziehen und dann wieder wegziehen. Nehmen wir hier mal ein frisches Beispiel, if. Kann ich mir die Frage stellen, wenn Cara nicht vor einem Mushroom steht, also wenn nicht davor einem Pilz steht, dann soll er etwas machen, nämlich er soll gehen. Ich habe hier dieses Beispiel, ich stelle es jetzt hier mal kurz nach, ich gehe in die Boolschen Ausdrücke hinein, hier wird dieses Not, er soll er nicht vor einem, soll sich überlegen, ob er nicht vor einem Pilz steht, zieht es hier oben in diesen Bedingungsteil hinein, wenn also Cara nicht vor einem Fliegenbild steht, dann soll er gehen. Dazu gehe ich in den Anweisungsbereich hinein und hole mir hier dann den Befehl Move. Ich kann das hier mal ausprobieren, klicke hier auf dieses Programm drauf und er startet das Ganze und er macht diesen einen Schritt und er ist weitergegangen, weil er ja nicht vor diesem Mushroom gestanden ist. Jetzt mache ich das noch einmal, diesmal steht er ja vor diesem Pilz, schaut sich das durch und jetzt geht er nicht, weil er ja vor diesem Pilz steht. Und in der gleichen Art und Weise kann ich hier auch mehrere dieser Kontrollstrukturen dann verwenden. Ich kann mir zum Beispiel jetzt hier die Frage stellen, wenn Cara eben vor einem Baum steht, soll er sich nach rechts drehen und wieder einen Schritt machen oder if-else-Anweisung, dann soll er überhaupt einen Schritt machen. Ja? Wenn er vor einem Baum steht, dann soll er das machen. Wenn er nicht vor einem Baum steht, dann soll er einen Schritt machen. Dann macht es ja, dann ist es kein Problem. Wir können das hier uns ebenfalls hier wieder anschauen. Setzen wir Cara jetzt hierher, bauen unser kleines Programm zusammen, gehe auf if else, schaue eben dann bei den Boolschen Ausdrücken nach if tree front. Wenn er davor ist, haben wir gesagt, soll er einen Schritt nach rechts machen, also soll er sich nach rechts drehen und dann soll er eben einen Schritt machen, dreht sich um 90 Grad nach rechts, macht einen Schritt und ansonsten, wenn er eben keinen Baum versichert, soll er einen Schritt gehen. Schauen wir uns das gleich in diesem Beispiel an. Ich habe Cara hier vor einem Baumstumpf gesetzt, starte hier meine Simulation und Cara sieht, dass er vor einem Schritt ist, dreht sich nach rechts und geht dann einen Schritt. Damit Cara dann auch dementsprechend dann etwas länger unterwegs ist, kann man hier auch sogenannte Weilschleifen verwenden. Die werden so lange ausgeführt, also Cara macht etwas so lange, was da eben da drinnen steht. Nehmen wir hier zum Beispiel mal einen Schritt. Cara geht so lange, macht so oft Schritte, bis er vor einem Baum zum Beispiel steht. Dann nehmen wir uns wieder einen Boolschen Ausdruck und gehen dann hierher, solange eben nicht, also wir brauchen wieder das Not, solange nicht vor einem Baum steht, soll er das ausführen. Ich schiebe das hier in diesen Bedingungsteil hinein. Und in dem Fall würde das hier für Cara bedeuten, dass er jetzt wahrscheinlich unendlich lang gehen würde. Schauen wir uns das einmal an. Cara geht und geht und geht und geht. Ich unterbreche es jetzt, sonst würde er unendlich lang laufen. Und setze jetzt Cara hier herein und starte es noch einmal. Und dann würde er dann hier, wenn der vor einem Baum stehen würde, müsste er dann diesen Weilteil dann abbrechen, also diese Weilschleife. Schauen wir uns das einmal an. Überprüft jetzt, ob er da ist. Und er bleibt tatsächlich stehen, weil er ja dann hier vor diesem Baumstumpf angekommen ist. Mehr zu Scratch Cara dann in den nächsten Videos.